Hallöchen, meine werten Damen und Herren, und willkommen wieder zurück zur neuen Folge Minecraft Dragon mit mir, Darrell's HD. Hallo, ich freue mich natürlich wirklich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar wird es nämlich heute wieder was ganz Besonderes geben, wo ihr natürlich alle ausrasten werdet. Und zwar sieht es nämlich so aus, dass Dr. Auge und ich, wir haben heute einfach mal wieder einen draufgelegt. Ja, Dr. Auge, wir werden euch wieder mal ein paar kleine Updates zeigen, die wir hier heute wieder gebaut haben. Und zwar haben wir uns natürlich mal wieder hinter unsere Kiemen gesetzt, obwohl wir gar keine Kiemen haben, da wir keine Fische sind, sondern Fledermäuse. Aber wir haben uns dahinter gesetzt und ein bisschen was geändert. Und die erste kleine Neuigkeit ist unser neuer Bunker, ja? Das heißt also, wenn wir irgendwie Probleme haben, ja, und wir irgendwie nicht mehr rauskommen und Dr. Auge uns hier zumacht, so wie wir das halt eben kennen von ihm, dann gehen wir jetzt nach eben hier hinten und dann benutzen wir hier einen kleinen Geheimgang. Das kennt ihr ja schon. Hier haben wir ein bisschen was ausgebaut. Hier geht es dann nach unten und hier haben wir dann sozusagen den kleinen Geheimgang, um natürlich von der Höhle dann oben rauszukommen und dann können wir da lang gehen. So, das ist so die erste kleine Neuigkeit, ja. Das heißt, wenn wir irgendwie bei uns zu Hause überfallen werden oder Dr. Auge uns andauernd irgendwie die Tür zumacht, dann können wir da irgendwie außen rum laufen, ne? Wobei das immer noch nicht so perfekt funktioniert, denn wir haben eine kleine Neuigkeit gemacht. Und zwar, wenn wir nämlich mal hier rausgehen, seht ihr vielleicht jetzt schon eine kleine Neuigkeit. Und zwar ist dieser Turm jetzt ein bisschen weiter nach hinten verschoben worden. Ja, das liegt daran, weil wir keine Lust mehr hatten, diesen Turm die ganze Zeit hier in der Mitte stehen zu haben. Deswegen haben wir ihn an die Mauer hier angepasst. Und ihr seht es auch schon, die Mauer ist weitergeführt, aber das werde ich euch gleich nochmal erklären. Wir haben auf jeden Fall den Turm jetzt hier genommen, ein bisschen weiter nach hinten verschoben. Und wir haben jetzt nochmal den Plan, da oben irgendwie so Leitern runter zu platzieren. Das Problem ist aber, auf Glas Leitern zu platzieren, funktioniert leider gar nicht, ja, das funktioniert leider nicht, ne, und da haben wir jetzt das Problem, dass wir halt eben die Leitern irgendwie nicht platzieren können und wir möchten das irgendwie symmetrisch machen und wir möchten irgendwie auch noch ermöglichen, dass wir durch diese Wände hier, dass wir durch die durchlaufen können, aber das ist auch nochmal ein bisschen kompliziert, weil da muss man nämlich alles nochmal durchgraben und hey, Dr. Auge, da ist ja deine kleine Freundin. Übrigens, viele Leute haben mir gesagt, dass ich mit der auch handeln kann, das habe ich bisher wirklich noch nie gemacht, ja, viele machen das schon die ganze Zeit, ich habe gehört, die anderen machen da richtig Big Business, aber ich habe das irgendwie noch nicht so richtig verstanden, ne, aber ich glaube, wenn man da rechtsklick drauf macht, dann kann man mit dem Endergirl handeln, ja, die verkauft nämlich irgendwie mit diesen komischen Sell-Items in das Slot. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel was reinlegen, passiert da irgendwas? Ich glaube eher nicht, ne? Ist eher wahrscheinlich so eine kleine Sache, wo wir irgendwie Geld oder sowas in der Art brauchen. Keine Ahnung, woher man Geld bekommt, ja? Ist irgendwie Sell this Item in the Slot oder sowas in der Art? Keine Ahnung, ne? Wir bekommen aber dafür immer Enderperlen, ja? Mit Enderperlen können wir uns theoretischerweise super viele interessante Sachen machen, ja? Wie zum Beispiel halt eben Enderschwerter und was weiß ich. Dann können wir uns mit den Enderperlen, können wir uns Knochen oder sowas holen. Und Rotten Flash können wir uns kaufen. Natürlich ein sehr tolles Item, was man jeden Tag braucht. Dann haben wir hier Gunpowder. Gunpowder, naja, können wir vielleicht TNT oder sowas draus craften. Dann Spider-Eyes, ein paar Strings, vielleicht noch ein paar Enderperlen und das ist natürlich alles so ganz schön. Und wir können sogar Rotten Flash gegen Enderperlen eintauschen. Das ist mega nice. Das können wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Auf jeden Fall gibt es hier super viele Möglichkeiten, um mit dem Endergirl zu handeln. Auf jeden Fall ist es sehr gut, dass du bei uns wohnst. Dankeschön! Super! Kommen wir einfach mal zum nächsten Ding, was wir hier geändert haben. Und zwar haben wir nämlich erstmal hier eine wunderschöne kleine Mauer weitergezogen. Ihr seht es übrigens, ja. Wir haben hier übrigens sehr viele Mauern gezogen. Das heißt, wir haben hier nochmal drei Türme hingestellt, plus nochmal da hinten einen weiteren Turm, ja. Ich werde es euch einfach mal so erklären. Dr. Auge, geh mal kurz los und bau uns mal kurz ein kleines Bötchen, ja, damit wir hier auch ein bisschen über das Wasser schwimmen können. Dann kann ich das besser zeigen. Okay, los, Dr. Auge, los, ein kleines Boot brauche ich, weil das große Boot ist leider noch nicht fahrbar. Wir haben leider immer noch nicht den Mod installiert. Ich habe es zwar Flo schon 100-mal gesagt, dass er uns bitte einen Mod installieren soll, den Archimedes Ship Mod, dass wir hier unser wunderschönes kleines Ruder da dran machen können, beziehungsweise das Lenkrad, und dann können wir dieses Schiff hier fahren. Aber leider macht das der Flo gerade nicht. Keine Ahnung warum. Könnte vielleicht daran liegen, weil er selber noch kein Boot hat und irgendwie wartet, bis er selber eins gebaut hat und dann erst fügt er den Mod ein. Weil wir hatten ja eigentlich vorgehabt, in dieser komischen Mauer hier noch ein kleines Loch einzubauen, sodass wir mit diesem großen, riesigen Schiff durchfahren können. Aber es würde sich gar nicht lohnen, denn wir haben nämlich das Problem, dass dieses Schiff sowieso zu groß ist und es nicht fahren kann, weil halt eben der Mod nicht drin ist, ne? Und deswegen haben wir das erstmal fürs Erste gelassen. So, gehen wir jetzt erstmal hier auf das kleine Ruderboot drauf. Dr. Auge, willst du auch mit schwimmen? Du kannst hier gerne mit aufs kleine Bötchen kommen. Das ist ja ein Zweisitz. Falls du willst, kannst du dich draufsetzen. Oh je, yeah. Aber ich glaube, das buggt immer so ein bisschen. Das heißt, wenn wir fahren, das heißt, der wird dann immer ein bisschen zurückgebuggt. Aber an sich funktioniert es eigentlich. Das ist ja cool. So, wir haben uns auf jeden Fall hier die Mühe gemacht, dass, wenn ich jetzt mal kurz hier runtergehe, wir haben auf jeden Fall bis nach ganz unten gebaut, ja, diese komischen Stäbe, die haben wir auch mit nach ganz unten gebaut, aber die haben da irgendwie noch ein bisschen Luft immer dazwischen. Auf jeden Fall haben wir bis nach unten gebaut, sodass man halt eben nicht unten drunter tauchen kann, das wäre ja irgendwie blöd oder sowas, eine Art. Dann haben wir irgendwie auf jeden Fall noch wollen wir auf jeden Fall noch ein paar Meerestiere sozusagen in unseren eigenen Fluss hier einbauen, sodass wir da genug irgendwie fangen können und genug haben können. Guck mal, da unten ist sogar so ein kleiner Bewohner schon, guck mal, da haben wir schon den ersten kleinen Fisch, der bei uns lebt, ja, weil das hier ist
ist nämlich unser eigener Ozean hier und wir haben sogar einen kleinen eigenen Riss hier unten. Das sieht auch nochmal ganz cool aus. Vielleicht finden wir da irgendwie die besten Fische und wir müssen natürlich neue Fischernetze aufstellen, weil meine alten Fischernetze, bemerke ich gerade, sind noch im Pazifik da unten. Ja, dann haben wir auf jeden Fall hier diese Mauer auch weitergebaut. Das heißt, hier ist nochmal ein weiterer Stützpunkt. Wir wollen übrigens auch noch so machen, dass wir auf diesem kleinen Weg sozusagen laufen können von Turm zu Turm und wir möchten auch irgendwie noch ein Abwehrsystem einbauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir ein Abwehrsystem machen wollen, aber das Abwehrsystem sollte circa so aussehen, dass wenn jemand mit einem Paraglider zu uns herfliegt, ja, dass es den in der Luft abschießen soll. Und ihr seht es auch schon da hinten. Ich sehe übrigens gerade jetzt, da hinten ist übrigens schon ein Bauwerk von Flo. Das heißt, der hat auch schon weitergebaut. Ja, der Flo baut nämlich auch sein Imperium gerade aus. Ja, der hat da irgendwie auch schon irgendwas in Planung, was, wovon er irgendwie von dort oben irgendwie gucken möchte. Und wir sind ja hier unten. Das heißt, der baut oben auf einem Berg und deswegen brauchen wir irgendwie ein Schutzabwehrsystem, was ihn irgendwie abschießt, wenn er irgendwie mit dem Paraglider hier runterkommt. Ne, Dr. Auge? Vielleicht sogar sowas ähnliches wie dein Laser. Ja, weil dein Laser kann ja theoretischerweise 1 Million Kilometer fliegen. Genau. Und sowas brauchen wir aber nur als Geschützturm oder sowas. Na, so. Auf jeden Fall haben wir da nochmal unser kleines Nether-Portal. Das kennt ihr ja. Und das geht dann hier bis in die Ecke da rein, sodass wir hier so eine kleine Abstützung haben. Ja, da haben wir nochmal ein bisschen was mit Dings, mit Dirt verkleidet, damit das nicht allzu hässlich oder sowas in der Art aussieht. Und dann kann man theoretischerweise hier hochgehen. So, springen wir da mal kurz die kleine Bude hoch. Und dann kann man theoretisch, ja, ist es ja noch mega leicht hier reinzukommen, weil es gibt hier nämlich noch eine kleine Lücke, die wir irgendwie schließen müssen. Aber, wir müssen auch noch dafür sorgen, dass wir das hier übrigens alles claimen müssen. Und genau deswegen haben wir natürlich unser Questbuch dabei. So, es sieht nämlich so aus, wir haben nämlich hier immer noch die gute alte Wilderness am Start. Das heißt also, jeder kann hier eigentlich abbauen, wie er will. Da ist übrigens dieses eine Schild da, dieses, was ich damals im Wasser gebaut habe. Aber Flo hat aus schlecht, hat er halt gut gemacht. Müssen wir nochmal kurz irgendwann mal ändern, wenn wir Zeit haben. Wir haben auf jeden Fall hier nochmal ein paar Quests, ne, vom Zeitalter 3, die wir noch gar nicht abgeschlossen, beziehungsweise nicht abgehakt haben. Und zwar zum Beispiel so eine Quest wie, baue eine Statue aus Chisel and Bits, haben wir ja in der Stadt gemacht. Ich weiß, sie nicht allzu gut aus, aber 3 Punkte sind auf jeden Fall drin und das kann man sich doch definitiv gönnen. Schmeckt lecker, super. Dann haben wir erbaue eine Haustierstatue im Zentrum. Das haben wir das gleiche gemacht mit hier erbaue eine Haustierstatue und eine Statue aus Chisel and Bits. Super, das haben wir beides in einer Kombinierung gemacht, sind schon mal 6 Punkte. Dann schütze dein Haus mit Security Craft. Das haben wir übrigens noch gar nicht gemacht, aber da habe ich auch nochmal so ein Ding, was ich ansprechen muss. Das spreche ich euch, zeige ich euch später nochmal. Dann auf jeden Fall tauscht für eine Folge eure Haustiere. Ich habe ja schon mal Dr. Auge habe ich ja mal an Lars schon mal gegeben, aber andersrum hatten wir das noch gar nicht gehabt. Vielleicht muss ich mir mal Slimy oder sowas ausleihen. Ihr könnt mir übrigens in der Abstimmung oben rechts mal sagen, wen möchtet ihr haben, den ich mir ausleihen soll. Soll ich mir eher Slimy ausleihen oder soll ich mir eher Paul den Besen ausleihen? Das könnt ihr mir ja gerne mal sagen. Ja, das wäre vielleicht ganz interessant. So, dann haben wir hier nochmal die eine Quest, diese Milka-Rüstung haben wir auch noch nicht gemacht, aber die gute alte Quest mit, mach einen anderen Spieler weiß, haben wir auch nicht gemacht. Warte mal, verstärke ein Item mit einem Tome, das haben wir gemacht, das sind nochmal 10 Punkte. Tome war übrigens das, dass wir hier Sharpness 6 drauf gemacht haben, das habe ich noch gar nicht Dingsabumster abgehakt, aber Sharpness 6 ist definitiv drauf und schmeckt definitiv lecker. Errichte eine Festung so groß wie 9 Chunks und ihr seht, meine werten Damen und Herren, natürlich sind das hier definitiv größer als 9 Chunks, weil wir haben nämlich hier jetzt eine kleine Mauer und sind sozusagen ein eigenes Ding, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, also hier 1, 2, 3, 4, 5. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also auf jeden Fall ist es groß genug. Ja, 9 Chunks haben wir definitiv drin. Wenn man das alles miteinander verrechnet, dann haben wir definitiv 9 Chunks. So, erreiche Level 35 in einem Skill. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Da oben rechts haben wir ja immer noch Level 24 in Erkundung. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen herumfliegen, ein bisschen schauen. Zähme einen Drachen haben wir auch noch nicht gemacht. Keine Ahnung, wie das geht, Mann. Besiege den Earth Guardian müssen wir auch auf jeden Fall nochmal machen. Aber bis dahin möchte ich gerne noch irgendwie so einen kleinen Zauber Platz oder sowas machen, wo wir vielleicht sogar ein bisschen mehr zaubern können und sowas in der Art, ne, so dass wir da irgendwie ein bisschen besser drin sind. So, irgendwie komme ich hier gerade nicht über unsere Mauer drüber. What the fishery do? Warte mal. Oh, dankeschön, Dr. Auge. Was für ein gütiger Mann Sie sind. Okay, danke. Und auf jeden Fall haben wir dann nochmal diese ganzen Quests hier einfach nochmal abgeschlossen. Aber es gibt nochmal einen dicken Brummer, den ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Übrigens, Gründe des Aerosol Imperium habe ich übrigens auch jetzt schon. Das ist nämlich unser Imperium, was wir hier gerade bauen, ja. Diese Mauer und sowas, das ist unser Imperium. Das ist jetzt schon gegründet. Und dann nochmal erschrecke einen deiner Mitspieler. Weiß ich nicht, ob das geklappt hat mit der Mine. Das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. In Claim 5 gegnerische Chunks muss ich auch nochmal machen. Da fehlen mir nämlich noch 2. Und dann können wir auf jeden Fall schon mal unsere Quest abhaken. Super. Dann gibt es nochmal eine ganz große Sache. Dr. Auge, diese große Sache haben wir beide noch gar nicht gezeigt, ja. Bist du bereit? Willst du es mal kurz zeigen? Fliegst du mal kurz hin und willst es präsentieren? Dann los, mein Kleiner, flieg los und zeig es mir. Zeig es den Zuschauern, was wir versucht haben zu bauen. Und zwar haben wir nämlich hier oben einfach versucht, eine Uhr zu bauen, ja. Okay, wir sagen extra nochmal versucht, weil die Uhr funktioniert nicht so ganz, ja. Wir haben jetzt gerade hier 12 Uhr, 12:30 und 28 Sekunden, ja. Bei den Minutenanzeigen haben wir ein kleines Problemchen gehabt, was wir definitiv
definitiv nochmal umbauen müssen, weil wir haben da irgendwie so kleine Fehler mit drin, ja, und das kann ich euch jetzt mal kurz erklären. Und zwar sagen wir extra versuchen, weil wir es wirklich einfach nur versucht haben. Das ist unser erster Versuch gewesen, hier eine Uhr zu bauen. Wir haben nämlich, beziehungsweise ich habe ein Tutorial im Internet gefunden, wie man so eine Uhr mit Redstone nachbauen kann. Ist auf jeden Fall super viel Arbeit gewesen. Wir haben da ein bisschen was versucht und gemacht und theoretischerweise wollten wir es eigentlich fertig machen, ne, und fertig präsentieren, aber sonst wäre diese Folge hier zu spät online gekommen. Deswegen wollte ich euch das jetzt einfach mal so zeigen, wie der Stand gerade ist. Und zwar haben wir nämlich das Aquarium komplett abgebaut, weil wir das nämlich ein bisschen fanden, ne, und wir nämlich gerne eine Uhr hier haben möchten, ja, so eine kleine digitale Uhr, um zu wissen, wie viel Uhr wir haben in unserem Imperium, ja, und wir haben auf jeden Fall hier einen kleinen Eingang. Der Eingang, der damals da eben war für dieses kleine Aquarium, ist jetzt halt eben der Eingang zum Uhrenwerk, ja, der sieht jetzt übrigens so aus. Und jetzt nicht erschrecken, das hier ist ein bisschen komplizierter gebaut, ein bisschen was mit Pistons, ein bisschen was mit Glas und viel Redstone, ja, das Problem ist, es funktioniert nicht ganz richtig. Wir haben nämlich noch ein paar kleine Hänger, wir haben hier auch extra nochmal so einen Chunk Reloader hingemacht, ja, mit dem man irgendwie hier einstellen kann, dass halt eben der Chunk die ganze Zeit geloadet wird, dass die Uhrzeit auch funktioniert, wenn wir nicht in der Nähe sind, ja, nicht, dass es irgendwie hängen bleibt oder sowas in der Art, deswegen wieder Hide Lasers, und jetzt ist halt eben das kleine Problemchen hier entstanden, dass wir halt eben die Minutenanzeige ein bisschen verschüsselt haben, ja, der einzige Schalter, den man benutzen muss, um das Ding hier zum Laufen zu bringen, ist der hier, das zeige ich euch mal kurz, so, das heißt, es wird jetzt hier erstmal alles funktionieren, ich zeige euch das jetzt mal, wie das von außen aussieht, ja, das sieht nochmal ganz lustig aus von außen, aber es funktioniert an sich, ja, ist es eigentlich eine halb funktionierende Uhr, weil die Sekunden dürften eigentlich jetzt gerade noch funktionieren, vielleicht sind die aber auch inzwischen kaputt, guckt mal da, hier 44, 45, 46, das funktioniert alles, das ist unsere wunderschöne Uhr, auf die wir sehr stolz sind, aber ihr seht gleich, wenn wir jetzt nämlich hier auf den Minutenzeiger gucken, weil hier wird es nämlich jetzt gleich auf 60 hochgehen, 56, 57, 58, 59 und guckt euch das an, es funktioniert nicht so ganz, also jetzt gerade eben hat es sich irgendwie richtig eingeschaltet, ne, jetzt haben wir hier gerade 12.46 Uhr, jetzt funktioniert eigentlich ganz gut, wir können es ja mal eine Zeit lang laufen lassen, vielleicht funktioniert es auch schon, aber es hat noch ein paar kleine Bugs mit drin, ja, gerade eben hat es jetzt eine gescheite Uhrzeit angezeigt, aber manchmal zeigt er halt eben 12.60 an oder sowas in der Art und dann weiß man halt eben nicht, was gerade für eine Uhrzeit ist, deswegen müssen wir da noch ein bisschen überlegen, aber das sind so eigentlich die Neuerungen, die wir so gemacht haben. Und deswegen möchte ich ja auch gerne mal bei den anderen bei den Neuerungen vorbeischauen. Denn ich habe nämlich gesehen, dass nämlich ein Livestream jetzt letztens stattgefunden hat. Und zwar haben die anderen beiden nämlich gelivestreamt. Und übrigens, guckt euch mal unser Feld an, ja. Sieht übrigens auch sehr nice aus. Ich möchte nochmal kurz die Uhrzeit begutachten, ob das jetzt funktioniert. Weil wenn hier nämlich jetzt 47 hinkommt, dann scheint es doch irgendwie zu funktionieren. Das wäre ja eigentlich ganz nice, wenn es funktionieren würde. Das ist jetzt nochmal eine spannende Geschichte. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal das kleine Feld nochmal gebaut, ja. Wir haben da nochmal ein paar coole Kürbisse und sowas. Mit Kürbissen kann man übrigens super coole Sachen anstellen. Das kann ich euch auch später mal zeigen. So, jetzt wird es wieder spannend. Mal gucken, ob es funktionieren wird. Wenn jetzt hier eine 47 steht, dann wird es funktionieren. Bitte! Und nein, seht ihr, da ist jetzt 12.40. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was dran arbeiten. Keine Ahnung, warum das so ist, aber wir haben jetzt gerade keine Zeit, um da irgendwie Mechaniker zu spielen, ne? Dr. Auger und ich, wir müssen da wahrscheinlich nochmal ein bisschen Redstone-Bücher lesen. Übrigens, einer hat mir auf der Gamescom ein Redstone-Buch geschenkt, ja? Da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen drin rumblättern, um zu gucken, wie das funktioniert. Auf jeden Fall super lustig, auf jeden Fall. Super! Das ist jetzt auf jeden Fall unsere Burg, wie sie von außen aussieht. Das kann ich auch nochmal kurz zeigen, weil von außen ist es, glaube ich, auch nochmal ganz interessant. Und allerdings, und außerdem können wir dann halt eben bei den anderen nochmal vorbeischauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Lars gerade auch ein Imperium baut oder sowas in der Art, ja. Aber man kann ja definitiv mal bei dem Jungen auch vorbeisehen. So sieht es jetzt hier von außen aus. Ich muss sagen, das sieht schon gefährlich und mächtig aus, ja. Wir haben schon so eine richtig heftige Burg gebaut. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und ich würde mal sagen, lass doch einfach mal bei den anderen vorbeischauen. Ich möchte nämlich unbedingt mal sehen, was bei Lars so passiert ist. Weil Lars ist ja eigentlich derjenige, der irgendwie meistens immer sehr gerne chillt, ja. Ich weiß halt nicht, was Lars gerade macht, aber der hat gerade eben zum Beispiel hier so komische, ich weiß nicht, ob er das schon etwas länger hat, dass diese Blöcke hier auf den Zäunen drauf sind, weil die waren nämlich damals nicht, ja. Das heißt, der Lars, der schaut auch gerade, dass irgendwie alles bei dem hübsch bleibt. Ich glaube sogar, der arme Besen Paul ist immer noch verschwunden. Sag mal, Dr. Auge, hast du eigentlich Paul den Besen gefunden, als ich dich losgeschickt habe? Nein, ne? Hast du eigentlich alles durchgesucht, was da war? Oh, Dr. Auge, das ist schade, weil wir finden nämlich Paul leider nicht. Das ist irgendwie ganz schön blöd. Okay, gut, das heißt, wir müssen uns vielleicht nochmal ein bisschen nochmal aufrappeln, dass wir das irgendwie hinbekommen. Vielleicht werden wir es ja irgendwann mal schaffen, ne? Und ich sehe gerade, what the fuck? Fishery do. Ich mag Bananen. Okay, what the Fishery do? Junge, wie gruselig ist das denn? Seit wann hängt denn Lars solche Bilder? Lars, die Nacktschnecke. Manchmal stelle ich mir vor, dass ich mich mit irgendwas einreibe und ich denke, ich wäre eine Nacktschnecke. Ach ja, der gute alte Lars mit seinen coolen Sprüchen. So, was haben wir da? What the Fish? Alter, was hat denn der da in der Hand? Und das Gesicht von Lars sieht hier voll gruselig aus, Alter. Der sieht so aus wie so ein Clown, der dir irgendwas verkaufen möchte.
möchte. Möchtest du vielleicht eine kleine rote Nase von mir kaufen? What the fish? Wow! Lars die Schnecke. Sag mal, ich verstehe diesen Joke irgendwie bis heute immer noch nicht. Ich weiß auch nicht, warum Lars die ganze Zeit sagt, dass er eine Schnecke ist. Aber ich kann euch wirklich sagen, Lars ist eine Schnecke. Der ist wirklich eine richtige Schnecke. Das stimmt auf jeden Fall. What the fish? Ich esse gerne Paul. What the fish? Oh Gott, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Lars das nicht aufgehangen hat, sondern irgendjemand anderes war das, und zwar namens Joe oder sowas in der Art, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Lars das hier selber gerne aufhängt oder sowas, aber ich habe übrigens nochmal was ganz Besonderes bemerkt, und zwar haben wir nämlich hier überall diese komischen Überwachungskameras, ja, diese Überwachungskameras sind noch etwas ganz Besonderes, und ich habe auch gemerkt, dass so eine Überwachungskamera auch bei mir ist. What the fish, Reed? Junge, wie komisch sieht das denn bitte schön aus? Oh Gott, wir müssen schnell hier weg. Und zwar haben wir nämlich ein kleines Problemchen. Es gibt nämlich diese Überwachungskameras, die hier Lars überall aufgestellt hat. Der hat nämlich die Quest gemacht mit Dings da, dass der halt eben überall diese Kameras aufstellt und uns alle ausspioniert. Und er hat tatsächlich auch bei Flo und auch bei mir die Kameras sozusagen umgestellt, ja. Das Krasse ist, ich habe das am Anfang gar nicht bemerkt, ja. Und deswegen müssen wir da vielleicht nochmal ein bisschen was machen, womit wir Lars vielleicht sogar trollen können. Weil wenn Lars uns gerne mit seinen Kameras ausspioniert, können wir ihm natürlich gerne nochmal ein bisschen was zurückgeben. Weil ich habe nämlich die Station, wo sich diese Kamera befindet, herausgefunden. Lass mal kurz hier nochmal kurz gucken. Na? Oh, wir müssen nochmal kurz gucken, ob jemand bei uns im Casino wieder gespielt hat. Sind die Emeralds runtergegangen? Ja, ein Emerald wurde gewonnen. Okay, wie sieht's beim Eisen aus? Eisen wurde auch gewonnen. Und Kohle hat, glaube ich, niemand gespielt. Da war auch, glaube ich, nur ein Block drin. Ne? Auf jeden Fall können wir nochmal kurz nachsehen, wo denn unsere Kamera ist, weil ich habe die nämlich letztens erst wieder gespottet. Das muss ich euch auf jeden Fall zeigen, wo die ist. Und zwar müssen wir kurz zum Mutterschiff, so, zum Fischkutter. Nice, sind wir wieder zu Hause. Okay, und jetzt zeige ich euch einfach mal, wo meine Überwachungskamera ist, die Lars bei mir versteckt hat, weil ich wusste gar nicht, dass der die bei mir versteckt hat. Und so habe ich den nämlich gefunden, als wir nämlich diese Uhr hier gebaut haben. Und zwar, wenn man nämlich ganz genau dort oben hinguckt, was man so eigentlich auf den ersten Blick gar nicht herausfinden kann. Dr. Auge ist schon hingeflogen. Ich habe jetzt nochmal einen anderen Aufgang hier gebaut. Wir haben übrigens hier jetzt einen Aufgang, sodass wir nicht mehr so lange die Leiter hochklettern müssen, weil wenn wir nämlich von ganz unten aus die Leiter hochklettern müssen, dann dauert es meistens immer Ewigkeiten. Und jetzt haben wir das ein bisschen mit der Treppe kombiniert, sodass wir halt eben schneller hochkommen, damit der Laden hochkommt. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt, wenn wir mal ganz genau hier oben hingucken, ist hier irgendwo diese kleine, aber feine Kamera hin platziert, die er irgendwie ganz oben hier platziert hat bei uns. Wo waren die nochmal? Ich glaube, ich habe sie gerade... Da ist sie! Guck mal! Lol, Alter, guck mal, wie schlau der das gemacht hat, ne? Also eins muss man Lars lassen, der ist ja nicht dumm, der Kleine, ne? Der weiß auf jeden Fall, wie man das anstellt. Warte, wir nehmen uns hier gerne nochmal ein bisschen was an Dirt mit. Ich habe nämlich übrigens meinen Dirt leider vergessen, um da jetzt was Gescheites zu machen. Und zwar möchte ich nämlich jetzt was ganz, ganz Lustiges machen. Und zwar, guck mal, ich habe mir nämlich was überlegt, wenn wir nämlich hier zum Beispiel unten so kleine Blöcke hin platzieren, ne? Wir könnten ja theoretischerweise die Kamera zubauen. So, aber ich möchte die Kamera gar nicht zubauen, sondern ich möchte was Lustigeres machen. So, dafür brauchen wir nochmal ein bisschen mehr Dirt. Und zwar platzieren wir jetzt nämlich das Dirt hier so vor, ja? Das heißt, die Kamera kann nicht mehr sehr viel sehen. Und wenn wir jetzt theoretisch... Oh, nee, warte, das heißt, wir müssen es ein bisschen weiter wegbauen. So, wenn wir es vielleicht so machen. Und dann nehmen wir hier den Block auch nochmal mit. So, haben wir nochmal drei Blöcke. Das heißt, wenn wir so machen, einen Block weiter weg machen und nochmal eins hoch machen, dann können wir hier drauf springen und dann platzieren wir hier ein Online-Picture-Frame hin. Und dann habe ich nochmal was in die Ablage extra gemacht. So, was wir dann extra hier so machen können. Und dann vielleicht sogar 2x2, damit es vielleicht sogar ein bisschen größer und lustiger ist. Und zwar platzieren wir hier einfach so ein Trollface hin und das kann er dann theoretischerweise die ganze Zeit begutachten, wenn er da Bock drauf hat, der Lasi-Hasi-Spasi. Das heißt also, wenn er dann irgendwie über unsere Sache hier guckt, dann hat er hier das Trollface. Oder wir machen es am besten nochmal anders. Warte mal. So, das sieht doch viel besser aus. Jetzt kann er tatsächlich nur das Trollface sehen. Das heißt also, wenn er das nächste Mal versucht, uns zu überwachen oder sowas, dann sieht er hier einfach nur noch das Trollface. Ist das nicht ein lustiger Troll? Also ich muss schon sagen, ich finde das eigentlich ganz schön lustig. Das heißt, wenn er das nächste Mal irgendwie versuchen wird, unsere Base auszuspionieren, dann wird er wahrscheinlich sein weißes Wunder erleben. Okay, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, dass die heutige Folge Dragon euch gefallen hat, das kleine Update, ja. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, hier nochmal ein bisschen was mit der Uhr zu machen, mit dem Dr. Auge. Vielleicht kriegen wir die ja auch irgendwann zum Laufen, ne. Weil wir haben nämlich gerade 12 Uhr 35 und 55 Sekunden, ne. Wir schauen nochmal kurz nach, wie sich das aktualisiert. Und es funktioniert nicht. Doch, es ist wieder 46. Also die 46 kann richtig angezeigt werden, die anderen Zahlen nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir das fertig gebaut haben. Ansonsten sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Gebt ein Like auf die Folge und man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!